Der heutige Schönheitsideal ist eigentlich so haarlos in den Private Parts, wie man im Englischen sagt, also in den Genitalien und an der Analregion. Und ich werde immer wieder gefragt, Herr Doktor, ich würde gerne mehr die Haare entfernen. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und zwar, es geht um die Haare am After. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten. Herzlich willkommen in Wuppertal, meiner Praxis. Und hier spreche ich über Haare am After, ob die entfernt werden müssen, sollen, können, na, und wie man es machen sollte. Vielleicht aus proktologischer Sicht. Haare am After. Das hat jeder. Ne? Vielleicht etwas mehr oder stärker ausgeprägt. Das hat auch eine gewisse, anthropologisch gesehen, hat das eine gewisse Funktion. Auch wenn wir das vielleicht nicht so haben wollen. Aber die Haare tatsächlich gehören zum normalen Körper dazu. Was haben die für eine Funktion, würden Sie fragen. Es ist tatsächlich so, dass die Haare wärmen. Gut, wir tragen alle Hosen, Unterwäsche. Das hat bei uns vielleicht nicht so eine Auswirkung. Aber entwicklungsgeschichtlich ist es eine Wärmfunktion. Das Zweite, es ist natürlich so, dass dadurch die Haare auch ein gewisser Polster entsteht. Das bedeutet, wenn sie lange gehen, wenn sie vielleicht laufen, dann reiben die Gesäßhälften nicht direkt aufeinander und die Patienten bekommen weniger Reizung. Durch diesen Polster gibt es auch bessere Ventilation. Das heißt, die Pobacken kommen nicht auseinander. Wir haben immer irgendwas, was da sperrt. Und wir haben natürlich eine bessere Luftzirkulation. Das heißt, wir trocknen viel, viel schneller. An der Stelle dann entsteht keine Feuchtigkeit, entsprechend keine Reizungen und keine Entzündungen. So, das war natürlich auch ganz wichtig, als wir noch in den Höhlen gelebt haben. Denn eine Entzündung am After hat jemanden auch dazu gehindert, vielleicht auch Mammut zu jagen. Und dann könnte auch verhungern. Also das ist leider so entstanden. Natürlich, Sie würden sagen, heutzutage brauchen wir das nicht. Es gibt auch Gründe, ja, auch plausible Gründe, um die Haare da zu entfernen zum Beispiel. Nummer eins ist immer wieder, was wir hören, ist natürlich die Ästhetik. Ne? Das ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Da halte ich mich raus, das ist jeder Mensch... ist natürlich frei mit seinem Körper, das zu machen, was er möchte. Wenn jemand das möchte, bitteschön. Na, das ist die zweite Sache. Viele sagen, dass es natürlich bei der Hygiene stört. Es ist tatsächlich irgendwo so, das versteht sich von selber, eine glatte Fläche ist einfacher zu reinigen, als zum Beispiel so ein Teppich, was da liegt. Na, auf dem Boden, das versteht sich von selber. Also das heißt, sie kriegen bei der normalen Hygiene das etwas schwerer, sauber. Gut, mit dem Wasser ist vielleicht ist das nicht so das Problem, aber wenn Sie Toilettenpapier benutzen, dann ist vielleicht auch dieser Gedanke ist gar nicht so verkehrt. Das bedeutet, es gibt natürlich Gründe dafür, dass die zu behalten. Es gibt auch Gründe dafür, die auch zu entfernen. Wie soll man das entfernen? Also Nummer eins, viele Patienten oder viele Patientinnen ganz, ganz oft versuchen sich auch zu rasieren und die Haut um den After ist extrem empfindlich und bei der Rasur können Irritationen auftreten, die dann sehr unangenehm sein können. Die Region ist extrem empfindlich, es tut weh, es brennt und die Entzündungen können da wirklich auch Probleme machen. Ne? Das ist tatsächlich, es entsteht in den Feuchtregionen, also die Gesäßhälften, wir tragen die Hosen. Das ist wie so ein Biotop für die Keime, besonders wir haben da auch viel Fäkalkeime. Sie können sich pflegen, wie Sie wollen, die sind immer da und das kann tatsächlich zu angenehmen Entzündungen führen. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Also Rasur, Haartrimmer, das wäre vielleicht nicht so das Ideale. Das Zweite nach der Rasur kann passieren, dass die Haare dann in die Innen wachsen oder einwachsen werden, was zu Abszessen oder Oberflächenabszessen führen kann, auch unangenehm. Wenn Sie mich fragen würden, ich würde Ihnen empfehlen, einen Dermatologen aufzusuchen, der einen Laser hat. Und wenn Sie das unbedingt haben wollen, lassen Sie das mit Hilfe eines Lasers epilieren. Das heißt, das wird nicht entfernt. Der Haarfollikel wird durch die Laseranwendung einfach zerstört. Das bedeutet, bei vielen Patienten oder Patientinnen ist es so, dass die nach einer einmaligen Behandlung die Haare da überhaupt nicht wachsen. Und dann vermeiden Sie jegliche Irritationen und dann haben Sie das Ergebnis, was Sie haben wollen. Relativ kurzes Video. Wenn Sie mich als Proktologen fragen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich würde das einfach wie ein Ping-Pong sagen. Wissen Sie, was denken Sie dabei? Das ist Ihr Körper. Sie können es machen, Sie müssen es nicht. Es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Letztendlich, jeder darf mit dem Körper, mit dem eigenen Körper das machen, was er möchte. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Eduard Karsten.